Mein Name ist Benjamin Mödel. Ich betreibe seit 6 Jahren das Hans und Glück in Rosenheim. Wir haben 23 Mitarbeiter, die leider alle komplett in Kurzarbeit sind. Ja, als Franchise-Nehmer ist man in erster Linie eigenständiger Unternehmer auch, wie jeder andere Einzelgastronom. Das ist wie eine Beziehung zwischen einer Brauerei als Verpächter und einem normalen Pächter an sich. Wir haben seit dem ersten Lockdown einen eigenen Lieferdienst auf die Beine gestellt. Der ist in erster Linie dafür da, dass die Mitarbeiter nicht zu 100% in Kurzarbeit sind, dass man nicht ganz in Vergessenheit gerät, dass man den Leuten da draußen zeigt, man ist immer noch da für sie. Die staatlichen Hilfen sind nur dann gut, wenn sie auch wirklich ankommen. Wir haben wahnsinnig viel in Umbaumaßnahmen investiert, in die Hygienekonzepte investiert, für das, dass wir am Ende doch wieder schließen durften. Was mir am meisten fehlt, ist eine klare Ansage von der Politik, wann wir wieder aufmachen dürfen, unter welchen Bedingungen, damit wir auch einfach planen können. So ein Betrieb ist nicht einfach wieder aufgesperrt, sondern da gehört wahnsinnig viel Planung mit dazu. Die Gastronomie spielt in meinen Augen eine ganz wesentliche gesellschaftliche Rolle. Das Thema Stammtisch, Hochzeiten, Geburtstage oder die ersten Dates, ja, die gehen der Gesellschaft einfach auch ab. Da zeigt sich erst, wenn man etwas nicht mehr hat, was für einen enormen Stellenwert die Gastronomie einfach hat. Ich würde mir wünschen, dass unsere gastronomische Vielfalt und unsere kulturelle Vielfalt so gut es geht erhalten bleibt. Egal, ob es jetzt Restaurants sind, Cafés sind, Clubs, Kneipen, kulturelle Events. Da sind alle Gastgeber geworden, weil wir Spaß und Freude an dem Beruf haben und unsere Gäste glücklich machen wollen. Ich hoffe, dass unsere Gäste uns genauso vermissen, wie wir sie.